hier, um einen Workshop zu machen mit Kindern und Jugendlichen, um Menschen zur Musik zu bringen. Mein Name ist Ralf. Ja, ich bin Eva. Und ich bin Yoshi. Und der Yoshi wird mal kurz erzählen, wie wir dazu gekommen sind, solche Workshops zu veranstalten. Es fing alles an in der Kooperation mit einer Musikschule in Coesfeld. Und dort war eine Band, die Stücke nachgespielt hat und sich beim Wettbewerb bewerben wollte. Und sie konnten aber nicht selber komponieren. Und da kamen wir ins Spiel und haben gesagt, okay, gebt uns einen Tag Zeit. Und wir werden dann den jungen Musikern zeigen, wie man ein eigenes Stück erstellt. Das war sozusagen die Geburtsstunde von dem Projekt Stark durch Musik. Und das hat wunderbar funktioniert. Und die Band hat das dann beim nächsten Auftritt auch schon live vorgespielt. Das hat uns dazu gebracht, dieses Projekt weiterzuentwickeln und Menschen, jungen Menschen, aber auch älteren Menschen, wer immer Lust hat, dazu zu bringen, Freude durch Musik zu entdecken und auf der Basis, auf der man sich gerade bewegt, loszulegen. Ja, also der aktuelle Workshop läuft ja hier in Hatten über die Kirchengemeinde und ja, wir haben jetzt eine Gruppe von 9 Kindern, die sich dafür angemeldet haben. Das ist im Rahmen des Ferienprogramms passiert und ja, wir entwickeln jetzt eine kleine Show mit den Kindern. Die hatten diesmal recht wenig Vorkenntnisse tatsächlich. Also auch das ist möglich. Und wir können gemeinsam trotzdem ein Stück entwickeln, was wir dann auch morgen am Sonntag in der Kirche auch vorführen werden. Ja, und ich denke, die haben ganz viel Spaß, die Kids daran. Also wir haben jedenfalls den Eindruck und die sind auch alle wiedergekommen. Heute ist ja Tag 2. Genau. Und ja, es macht sehr viel Spaß, mit denen zu arbeiten. Ne, Ralf? Und zu spielen, zu kreieren. Zu kreieren, genau. Ja. Denn wir wollen ja nicht üben in diesen Workshops und wir wollen auch nicht nach Noten irgendwas abspielen, sondern wir wollen ganz frei Musik machen und ja, der Spaß steht natürlich im Vordergrund. Ne? Absolut. Stark durch Musik. Stark durch Musik. Keine Fehler und kein Üben. Ja. Losgelöst vom normalen Musikunterricht. Ne? Es soll einfach ein Projekt sein. Die Herausforderung ist, Musik zu machen auf jeglichem Niveau. Und jeder Mensch kann musikalisch sein. Und jeder Mensch kann sich ausdrücken und kreativ sein. Und das wollen wir wecken. Genau, denn wir alle haben ja die Kreativität in uns. Und wir brauchen sie eigentlich nur hervorzuholen. Denn jeder kann was dazu beitragen. Ganz genau. Ne? Ja. Ohne sogar Noten lesen zu können oder irgendein Instrument zu spielen. Auch das ist möglich. Wir rocken die Bude. Yeah. Jawohl. Und es ist auch egal, welches Alter man hat. Ne? Also ist gut, wenn es jetzt Kindergartenkinder ist, vielleicht schwierig, geht auch was, aber nicht unbedingt. Ne? Könnten wir auch mal aufnehmen. Oh ja, das sowas, ne? Genau, das macht auch Spaß. Ja, das wäre mal, das würde ich auch gerne mal machen. Oder das wäre was ganz anderes. Unternehmer. Unternehmer. Ja, ganz toll. Management-Training. Genau. Ja. Herr Dr. Müller-Lüdenscheid gegen den Vorstandsvorsitzenden Klöner. Lüderbach. Ja, genau. Dr. Klöner. Lassen Sie sofort die Badewanne. Herr Dr. Klöner. Herr Dr. Müller-Lüdenscheid. Die Ente bleibt draußen. Ja, genau. Ich will aber die Ente. Das ist genau. Meine Ente. Das ist meine Ente. Meine. Das ist meine Ente. Ich liebe meine Ente. Ich will meine Ente immer bei mir haben. Und jetzt gibt es gleich einen Regenguss. Ich bin Tara. Heute sind wir mit 1, 2, 3, 5 und machen hier den Cup-Song, den bereiten wir vor für das Konzert, was wir am Sonntag in der Kirche geben und ja, wir üben das jetzt gerade einfach noch so ein bisschen, das ist alles noch im Anfangsstadium und am Ende setzen wir das zusammen und hoffen, dass das alles so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir fangen einfach alle zusammen an, ich war nicht im Takt. I'm not afraid to
Song steht, wir haben das Grundgerüst stehen, Viertel-Takt, wunderbare Grundlage, wir haben 4 Akkorde. Und jetzt geht es darum, dass wir eine Gesangslinie finden, dass ein Text gemacht wird zu unserem Thema Eine Welt. Das wollen wir ja als Thema machen, Eine Welt, Nachhaltigkeit. Und dann haben wir den Song heute Abend fertig. Perfekt. Und alle machen mit. Und es ist ein eigener Song, ein selbstkomponiertes Lied. Da stehen 20 Leute bei den Komponisten, wenn ihr mal drauf guckt, bei einem Song von Kanye West. 20 Leute, die machen das genauso wie wir. Die treffen sich, die jammen zusammen und dann kommen mit einmal solche Kompositionszeilen daraus, dass einfach 15, 16 Leute an einem Song arbeiten und das produzieren und gemeinsam schaffen. Und das machen wir jetzt hier gerade auch. Der junge Mann am Schlagzeug dort drüben, der sitzt zum ersten Mal vor einem Schlagzeug und wird das morgen auch vorführen. Ja, Stark durch Musik heißt dieser Workshop und wir sind gespannt, was dabei jetzt herauskommt. Wir haben ja eine schöne Grundlage gelegt und vor allem sind wir gespannt auf das, was morgen Abend in der Kirche passiert und wie wir das da aufführen. Sehr spannend und eine sehr schöne, produktive Atmosphäre, in der wir hier gerade sind.